Typischerweise werden wir konsultiert bei Themen des Outsourcing, insbesondere zu Fragen der Zulässigkeit des Outsourcing in den speziellen Branchen, zum Beispiel im Bereich der Banken, Versicherung oder so, nicht notwendigerweise im Bereich des Run-of-the-Mill, aber im Bereich dort, wo eben besondere Fragestellungen, besondere Zulässigkeitsvoraussetzungen gegeben sind, die zu beachten sind. Natürlich ist es die Frage der Erstellung des Vertragswerks. Das ist so eine typische juristische Aufgabe, der man nun mal leben muss und die der Mandant von uns erwartet, dass man diese relativ komplexen Themen in ein Vertragswerk kleidet, in dem möglichst die Rechtsfolgen abschließend geregelt sind, weil in diesem Bereich ja vieles nicht unbedingt nur nach den gesetzlichen Vorgaben zu geschehen hat, sondern dass eben tatsächlich die vertraglichen Maßgaben das Entscheidende sein können. Typischerweise sind es jetzt auch neuere Entwicklungen, Cloud Computing, IT-Sicherheit, Datenschutzfragen, die in besonderem Vordergrund stehen im Bereich des Outsourcing, aber insgesamt tatsächlich das Anbieten eines kompletten Outsourcing-Vertrages unter Berücksichtigung der notwendigen rechtlichen, typischerweise auch gesetzlichen Rahmenbedingungen. Trend im Bereich des Outsourcing in der deutschen Wirtschaft sehe ich vor allen Dingen darin, dass ein verstärkter Zustrom im Bereich des Business Process Outsourcing stattfinden wird. Andere Themen sind wahrscheinlich relativ stabil gewesen über die letzten Jahre, ist kein zusätzlicher Trend zu erwarten. Ein maßgeblicher Aspekt, der zunehmend abgefragt wird und im Bereich des Outsourcing auch seine Bedeutung hat, ist der Bereich des Cloud Computing. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass die Themen des Cloud Computing zumindest in rechtlicher Hinsicht doch im Bereich des SaaS, Software as a Service, bereits abgearbeitet waren. Das sind so die maßgeblichen Trends, die ich derzeit im Rahmen der deutschen Wirtschaft erwarte für die nächsten kommenden Jahre. Die Absicherung von Schutzrechten, die Absicherung von geistigem Eigentum in Ländern außerhalb der EU ist nicht notwendigerweise so dramatisch unterschiedlich gegenüber Ländern innerhalb der EU. Die rechtlichen Vorgaben sind zwar in großem Umfang harmonisiert in der EU, aber die Rechtsgrundlagen sind gar nicht mal derart unähnlich, wie typischerweise angenommen wird oder auch suggeriert wird. Die Frage der Durchsetzbarkeit ist typischerweise das entscheidende Problem. Und da sind natürlich die Mechanismen, die ein Vertrag selbst vorsieht, von besonderer Bedeutung. Schutzlos gelassen ist man, wenn der Vertrag in diesem Bereich keine Vorgaben enthält. Aber mit diesen Vorgaben ist zumindest ein rudimentärer Schutz vorgesehen. Aber Sie kennen natürlich Themen wie China, Sie kennen Themen wie Malaysia, auch Indien, wo derartige Themen, derartige Durchsetzungsthemen nach wie vor bestehen. Meine Empfehlung wäre in diesem Zusammenhang, eine Schiedsklausel zu vereinbaren, im Rahmen derer man dann ein internationales Schiedsgericht anrufen kann und besser auf die lokale Gerichtsbarkeit zu verzichten. Es gibt natürlich immer Grenzen dieser Rechtswahl, aber zumindest ist man dann im Rahmen eines derartigen Schiedsverfahrens vor einem mehr international orientierten Streitbeilegungsorgan von derartigen Problemen einigermaßen gefeit. Zunächst mal gilt das Recht für die vertragliche Beziehung, der betreffende Vertrag unterworfen ist. Man wird keinen Vertrag finden, der nicht in irgendeiner Weise eine Rechtswahlklausel enthält. Typischerweise wird man versuchen, das eigene Recht als das maßgebliche Recht zu sein. Denken Sie an die grenzüberschreitende Beziehung beispielsweise zwischen einem indischen und einem deutschen Unternehmen. Da wird das deutsche Unternehmen, was zum Beispiel Outsourcer ist, versuchen, zunächst einmal das deutsche Recht maßgeblich sein zu lassen. Andererseits wird das nicht immer gelingen. Das hängt von der Vertragsmacht ab. Auch die andere Seite wird möglicherweise versuchen, tatsächlich das eigene Recht
als das Maßgebliche, als das Governing Law, den Vertrag bestimmen zu lassen. Dann muss man sich weiterhin vergegenwärtigen, dass es zwingende Bestimmungen gibt, die man auch durch eine Rechtswahl nicht unterlaufen kann. Denken Sie an kartellrechtliche Bestimmungen, arbeitsrechtliche Bestimmungen, datenschutzrechtliche Bestimmungen. Diese sind nicht disponibel, sondern sind vorgegeben durch die betreffende Rechtsordnung, in der man sich nun mal bewegt und insofern nicht austauschbar. Das sind die Grenzen des betreffenden Rechts, das man wählt. Wichtig ist im Vorfeld die Analyse, wichtig ist die Struktur zu erkennen und dann das für die betreffende Rechtswahl im Rahmen der Verhandlungsmacht, die man hat, richtige Recht zu bestimmen und möglichst auch zu vereinbaren. Wenn mal wirklich etwas schieflaufen sollte durch Verletzung des geistigen Eigentums, durch Verletzung meiner Schutzrechte, dann bin ich zunächst mal darauf angewiesen, dass der Vertrag mir die Schutzmechanismen zur Verfügung stellt, die für den betreffenden Sachverhalt die geeigneten sind. Ich hoffe, dass dann ein Eskalationsmechanismus vorgesehen ist. Ich hoffe, dass eine kompetente Governing-Struktur in dem betreffenden Vertrag vorgesehen ist. Und ich hoffe, dass auch der Streitbeilegungsmechanismus gewählt ist, der mir opportun erscheint, um meine gewerblichen Schutzrechte in gebührender Art und Weise effektiv zu nutzen. Zum Beispiel sich einer internationalen Handelskammer Schiedsverfahrensordnung zu unterwerfen, ist sicherlich ein besserer Ausgangspunkt, als wenn ich vor einem indischen lokalen Gericht stehe und dort meine Ansprüche durchsetzen muss. Haftung für Mängel, Haftung für Schäden wird im Vertrag typischerweise ausgiebig geregelt, ist auch ein zentrales Thema im Bereich des Outsourcing. Hier ist es eben auch zunehmend wichtig, dass nicht allein die gesetzliche Regelung das Regime ist, was die Beziehung zwischen den Parteien regelt. Hier werden Eskalationsmechanismen vorgesehen sein, hier werden Haftungsbeschränkungen vorgesehen sein, hier werden Kontrollrechte eingeräumt sein. Es ist eine ganze Reihe von verschiedenen Mechanismen, die hier eingezogen werden kann, aber auch eingezogen werden muss. Diese ist sicherlich abhängig von der jeweils konkreten Rechtslage, von der jeweils konkreten Vertragslage, auch von der relativen Marktmacht, die die beiden Parteien besitzen. Beim Exit, bei der Beendigung einer Vertragsbeziehung im Bereich des Outsourcing ist darauf zu achten, dass eine faire Lösung vorgesehen ist im Vertrag, die auch dem Provider den Anreiz gibt, in dem Übergang des Vertragsverhältnisses kooperativ mitzuwirken. Das betrifft sowohl den Bereich, wenn der Mandant sich entscheidet, dann die betreffenden Dienstleistungen wieder in-house zu nehmen, im Rahmen des Backsourcing oder wenn ein neuer, anderer Provider eingeschaltet werden soll. Hier ist es zentral und hier lege ich besonderen Wert drauf in jeglichem Outsourcing-Vertrag, dass eine faire Lösung gefunden ist, die die Interessen beider Seiten berücksichtigt und auch dem Provider den Anreiz gibt, hier kooperativ mitzuwirken. Ansonsten ist der Exit zum Scheitern verurteilt.